Die ruft uns an und die hat uns dann an der Strippe. Alter. Lieutenant Miller? Ich bin Faith, Kates Schwester. Sie hatten ja eine Schwester erwähnt. Tja, wir reden nicht viel übereinander. Sie meinte, ich soll zu Ihnen gehen, wenn was schief läuft. Sie wurde verhaftet. Und Sie sind nicht zufällig die Verdächtige, die vom Tatort geflohen ist, oder? Nun, es ist schwierig, sich zu erinnern, mit einer Waffe im Gesicht. Ich weiß, was Sie sind. Es war eine Falle, oder? Ich weiß, dass Kate zu so etwas nicht fähig ist. Aber mein Captain stellt mir verdammt unbequeme Fragen. Und ich komme nicht mal in ihre Nähe. Sagt Ihnen vielleicht der Begriff Icarus etwas? Wieso? Es wird hier erwähnt. Pope hatte das in der Hand. Vielleicht aus seinem Tagebuch. Sie haben Beweise gestohlen? Kate ist alles, was mir in Familie bleibt. Und Cops überleben im Knast nicht lange, Lieutenant. Wenn sie verurteilt wird, ist das ihr Todesurteil. Ich nehme sie nicht fest. Das bin ich Kate schuldig. Aber eine Menge Leute werden das versuchen. Und das kann ich nicht verhindern. Lernen Sie lieber wegzulaufen. Laufen kann ich am besten. Roadburn hat ein Büro bei Sea Burford International Shipping nahe U-Bahn Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Roadburn mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Wenn Roadburn wirklich was mit dem Mord an Pope und dem Komplott gegen Kate zu tun hat, dann ist er bestimmt kein großer Redner, sondern ein Kämpfer. Guck dir mal die Leute da unten an, die laufen durch die Wand, schaust die an, Alter. Geil. So, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge. Miros Age mit den AC-Brüdern. Wir rushen jetzt erst über den Sound. Los geht's, Daniel. Geht's dir gut? Ja, ich verdau grad. Ja, der verdaut gerade seine Zwiebeln vom Mittagessen. Ja, ohne Witz, ey, der kam mir so reingerusht. Tür auf. Jamie, nimm mal auf! Ja, oh. Ja. Guck dir den an, ich war da schnell runterhängen, Trick. Die hat den Mundgeruch, meinen Mundgeruch nicht verkraftet und hat sich gedacht, nö, da unten ist bessere Luft, ne? Ohne Witz, kam so reingerusht, ich lag so auf dem Bett, hab geschlafen. Ja, er klingelt so, kommt in mein Zimmer reingerusht. Das war Sturmklingel. Was los, Alter? Egal. Ring. So, jetzt geht's auf jeden Fall los. Wir suchen mal ein paar Köfferchen wieder natürlich, weil das gehört natürlich dazu. Aber guck's dir an, das sieht auch voll so aus, oder? Ja, wie ein Koffer oder was? Das da. Ja, guck's dir an. Egal. So, wir raschen da rüber in die Rohre. Oh. Kniescheiben. Die Kniescheiben haben sie nach hinten durchgebogen. Oh, lecker, ey. Wie bei so einer Giraffe. Sind ja auch Kniescheiben hinten dran. Echt? Ja, ja. Alter. Ohne Pferden. Ohne zu wissen mit Daniel. Sau geil. Ich war mal so ein Tierlexikon. Aha, was ist das? Stopp! Hier geht's nicht weiter. Was? Hast du einen Schlüssel dran? Nö, ich glaube nicht. Guck mal, kann man nicht hier. Alter, guckst du da hinten? Da kann man hier so an der Wand einen Walljump? Ja, aber meinst du, wir können da drüber schon, oder? Stacheldrahtzaun oder? Ich glaube, das sind da ganz freundliche Leute da hinten dran. Ja, klar, Alter. Kein Problem. Precision. Precision zu Bordstein auf Boden. Das ist die neue Kombi, Alter. Die hat einen Wallspin unten gemacht. Wallspin? Wallspin? Ich glaube, ich spinne. Ja. Also, hier geht's. Jetzt wir erwerben. Oh. Komm, zoom mal ein bisschen nach Koffern. Ich komme hier nicht drauf, das gibt's doch nicht. Ja, Leute, was macht ihr so? Kein Problem. Easy, ne? Hey, schaut nicht. Hey, er hat's geschafft. Ich hab's geschafft, mein Freund. Oh, ja, die Mom ist da. Alter, das gibt's schon wieder nicht. Hallo. So, aber den nächsten Gast. Komm mal ran hier. Mutti, komm ran, Tobin. Guck mal. Wie der AC. Chill nicht, Alter. Das kann ich ja nicht. Mutti ist doch nicht gekommen.
Nee. Deine Mutti ist irgendwie nicht so Let's Play begeistert, hä? Nee. Kommt so rein. Was macht ihr schon wieder? Ja, wollen wir mit der Laura gehen? Ach ja, das Insider. Ist ein Insider, ja. Ach ja. So, weiter geht's. Guck dir die Glaskonstruktion an. Die sieht aber echt gut aus, aber hier muss doch ein Koffer irgendwo liegen. Siehst du diese Farben hier? Farben. Siehst du diese Farben? Siehst du diese Welt? Das ist das, was du das nicht kriegst für Geld. Okay. So. Alter, wer baut denn sowas? Ganz ehrlich, guck mal. Das ist ein farbenfroher Mensch. Nee, ohne Witz, das kannst du doch nur mit Parcours erreichen. Also wer baut... Wer baut denn sowas, Alter? Naja. So, mach mal Taschenlampe an, Janik. Wir freuen uns auf jeden Fall. Das war der Airwalk. Oh! Miros Edge-Zeichen. Und wir haben hier nichts außer einer Zeichen. Wir koffern eine Runde. Was ist denn das? Schieferturm von Pisa? Nee. Oh, und guck sie an. Sonne, Mond und Sterne. So, wir gehen jetzt mal hier durch. Zum Glück haben wir keine... Kein Platz vorne dran. Klaustrophobie. Ne? Wisst ihr ja, ne? Ja, Platzangst ist ja nur die Platz vor, ist ja nur die Angst vor großen öffentlichen Räumen. Da habt ihr wieder die was ist denn los heute? Wissenschaftskunde mit JP und Daniel. Ja, der Janni macht einen Wissenschaftskunde und ich meine Tierkunde. Genau. So, Kinder. Und die Kunde ist Adam. Ich sag dazu aber nichts, weil ich hab dich jetzt nicht verstanden, weil hier ist ganz dunkel, ne? Da müssen wir hin, da ist rot. Ja, ich komm von der Physik Nachhilfe, ich bin etwas durch den Wind. Berechne die Geschwindigkeit, mit der wir jetzt hier hochrennen müssen. Da, okay. Nein. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus diesem Stock sterben, ist null. Richtig, weil, hey, ne? Große Tiefen für die AC-Brüder in Mirror's Edge, die ja so begabt in Spielen sind. Ich tu, was man mir sagt, das weißt du doch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab's etwas vereinfacht. Und mir sitzen außer dir noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Cops liefern, weißt du? Ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang, klär das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Ach komm, die Rennerin hält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klar gehen. Kein Problem. Jetzt dreh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Um 4, okay? Spinne ich, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns da. Und bring bloß keine deiner Freunde mit. Sind wir klar? Gut. Wie auch immer, ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Ein Körper wie dieser hält sich nicht so lange. Ja klar, das machst du doch erstmal und wir gehen hier rein. Alter, wie der Typ geredet hat, bitte. Saugeil. Ja, ich brauche was zu futtern und bring nicht deine Freundin mit, weil du weißt ja... Nee, aber so, das ist übel übertrieben. Hast du etwas gewusst? Ich frage mich, mit wem er sich trifft. Komm zurück, wir finden einen Weg, dich auch ohne Einladung da rein. Epische Musik. Los jetzt, ich hab hier Cops, die auf dem Weg zu dir sind. Du musst irgendwo stillen Alarm ausgelöst haben. Raus da, sofort. Alles muss raus. Alles muss raus. So, jetzt geht's los. Spannende Musik, aber wir haben natürlich hier eine Waffe am Start. Guckst du dir an. Oh, so, ja. Und jetzt bam, 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 bam. Okay, noch fünf. Schade. Schade, Marmelade. Oh, guck dir die Bude an, ey. Aber wir müssen natürlich erst den Anrufbeantworter abhören. So. Heiliger Anrufbeantworter, ich beschwöre dich. Sesam, öffne dich. Jetzt bitte. Eine neue Nachricht. Nachricht 1. Ey, Mensch, die der, kommst du mal wieder vorbei, ne? Nach Lauringen. Gehen wir eine Runde essen, ne? Gehen wir eine Runde essen, weißt du doch. Also, aber bring dir deine Freunde mit, ne? Bring dir deine Freunde mit. Ja, ja, alles klar. Okay, wir mach's gut. Peace. Nachricht 2. So, keine weiteren neuen Nachrichten. Was war gerade los, niemand, ne? Okay, gut, jetzt gehen wir weiter. Ja. Oh, da kann man da eine coole Bude mit Sonnenschutz und Zeugschriften, da kann man sich übel entspannen. Aber guck mal, der ist voll der Designer-Typ, eigentlich ist der voll der Hipster.
Und er trägt voll die Hipster-Frisur. Erstmal über ein. Und er zwei Bildschirme. Digga, der Typ ist Let's Player. Mega Hipster. Der ist Let's Player, jetzt weiß ich's. Ja, okay, der macht Let's Plays. Ropeburn Let's Plays. Ropeburn LP, Alter. Sucht mal, ey, wenn es den geben würde, das wäre voll geil, ey. Ropeburn LP. So, hier durch. Nix und niemand hat uns bemerkt. Warum bist du jetzt nochmal zurück? Ich wollte wissen, ob das. Ich weiß nicht. So. Oh ja. Einmal dagegen gedutscht. So. Jawohl. Und hier nein. Oh, spannende Musik. So, was haben wir hier? Haben wir eine Waffe? Boah, die schießen schon wieder alles zusammen. Boah, guck mal, die schönen Scheiben. Der Tacker, komm, wir nehmen den Tacker und dann werden uns. Und dann mit den Tackern, Alter. Was haben wir hier? Achtungsschränke. Nee, Spaß, aus dem Klavier. So, nur weiter geht's. Schade, Jali. Rode Boxen. Das wird der neue Hit. Ja, wir machen einen neuen Remix. Aufs Dach. Komm. Das ist der AC-Brüder-Remix. Jetzt haben sie uns geholt. Schade. Und jetzt weiter. Oh, die Scheibe war ja schon weg. So, hin und... Jui. Hin und her. Wir schwingen also ganz gemütlich, ey. Was los? Hey, Leute. So, hoch geht's. Hochwärts. Aber ohne Witz, wer baut denn so ein Gebäude? Das ist mega geil. Ich bin eine Biene. Ich will dahin, ey. Hier noch moderne Kunst. Ohne Witz, das ist saugeil, das Gebäude. Siehst du diese... Ich wollte gerade sagen, siehst du diese Formen und dann... Bam. So, komm, einmal on the wall hier. Zack. Jawohl. On the wall. Jawohl, ey. Leute. Oh, ja. Bewegung. Ach. Ja, du bewegst dich heute lieber nicht mehr. Schießt uns zusammen, kein Problem. Nee, die Knie, die brauchen wir nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum die Bullen uns abschießen. Weil die haben doch viel mehr von uns, wenn wir lebendig sind und im Knast sind, als tot. Nee, ja, jetzt mal im Ernst. Da haben sie mir echt mehr von uns. Siehst du, den Typen hab ich erstmal gegeben, ey. So, jetzt heißt es aber wegrennen. Alter Schwede. Oh, Blendgranate. Nein! Rauchkörper! Deinkörper! Jawohl! Luftbesser! Und dann die Störung Zeitblase aktivieren, dass sie langsamer sind. Also eine Zeitblase wäre jetzt geil, Alter. Und ja, dann so in Zeitlupe. So Matrix. Ja, genau. Und wir dann so mit den Kugeln. Und dann können wir uns cool fühlen, Alter. Jetzt sind wir in Sicherheit, wir das nicht schon? Wir sind mega cool. Ja, wahnsinnig. Wir sind so cool. Notizen. Wir lesen sogar die Notizen am Aufzug. Guck dir den an. Okay. Kraft. Jetzt kommt die Bizeps Curls. Und an die Stange. Die wird nochmal Stripperin. So. Die rutscht da hoch und nur an den Stange. Das ist der Wahnsinn. So. Wir können uns jetzt ein bisschen sicherer fühlen. Ratte! Ratatatata! Nee. Einmal strippen mit der Tante Faisy. Du meinst... Wie sagt man da verdammt? Lapdance, Private Dance. Nein. Die ruft uns an. Und die hat uns dann an der Strippe. Alter. Die Tür ist auch an der Strippe. Die Tür, Alter. Rufst du eine Tür an? Ja, hallo, hier ist die Tür. Wie das aussah, die zugegangen ist, egal. Ja, oben ist ein wahnsinniger Windzug, ne? Ja. Das muss man hier auch klar mal sagen. Der Drake hat vorne weiter sein Versteck. Weiter vorne. Der Drake, Nathan Drake. Alter, wir hätten so gerne PlayStation 3, Alter. Weißt du warum? Ich hab eine. Ernsthaft? Ja. Klar. Oh. Die Kopf schicken so ein Heli dir. Alter, hast du eine PlayStation? Was los, Alter? Was ist meine PlayStation? Uncharted, Alter. Weißt du, wie geil das ist? Uncharted, ja, ist ja, komm, mach mal ein PlayStation geil. 3 Let's Play. Ja, geht. Und man, dann werfen dann noch Werbung für die Xbox. Dass wir dann alles drin haben. Echt, ohne Witz, Alter. Aber guck mal, hier ein Trolley. Einmal wo ist hier der Flughafen? Genau, Alter. Wir suchen eigentlich nur den Flughafen. Das ist die Geschichte von Mirror's Edge. Ohne Witz. Wir rushen über die Dächern. Entkommen den Zollpolizisten, weil wir auf der Suche nach Pizza mit reifem Belag am Start haben. Weißt du? Und dann müssen wir entkommen, Alter. Nee, ohne Witz, ey. Uncharted, das wäre voll geil. Das ist richtig. Ja, welches? Cool. 1, 2 oder 3? Beide. Ob du richtig stehst, zeigt dir, wenn das Licht da geht. Ja, schön, ey.
Zum Spiel, wieder zurück. Wir sind gerade in der Mordschießerei, werden vom Heli verfolgt. Ach du, kein Problem. Oh, guck mal, da ist noch einer. Guck mal, die Seilen, der Heli, der seilt einen ab. Ach schön, hier einmal. Der sammelt sich gerade jetzt nichts mehr. Einmal in die Phrasen, Alter. So, wo ist der nächste? Guck mal, die Kappen. Hast du den Typen gesehen? Der ist übel geil. Nee, da ist keiner. Der ist so übel geil geschlittert, ey. Oh Mann. Ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt kann ich sie mal einzeln isolieren und ausschalten, aber sorry, dass wir da so oft sterben, aber... Ja. Ja, Let's voraus. Play, ne? Let's Play, da gehört alles zu. Ungeschnitten, naja, das kannst du nicht wirklich sagen. Oh Gott. Da könnte ich jetzt miesen Witz bringen. Echt, richtig miesen. Unbeschnitten, das sind ja keine Hunde. Alter, geil. Sind die Jungs hier, ne? Das ist dann. Was ist los mit denen? Oh Mann, ich mach's immer falsch. Ohne Witz, ich bin in Mirror's Edge Combat echt nicht so der Pro. Ja, deshalb spielen wir jetzt beide Teile von Uncharted 1, 2, 3 und dann machen wir noch ein FIFA Let's Play von FIFA 08 bis FIFA 2012. Das wird erfolgreich wie Sau. Ohne Witz. Retro-Runden. FIFA Let's Play. Der Typ, ey, was ist los mit... Ja, genau. Hau uns einfach mal zweimal mit deinem Sturmgewehr in die Fresse. Kein Problem. Mach ich auch gerne. So, Konzentration. Konzentration. Hast du den Kopf rein? That try-hard face hättet ihr gerade sehen müssen, ey. Oh, guck mal. Du musst die abknallen, du musst sie knallen mit der dicken Flinte. Alter, es hört sich auch echt alles falsch in diesem Let's Play an. Diese dicke schwarze Flinte. Nägel! Oh, ich bin wieder gestorben. Das gibt's doch nicht. Ey, Junge, ich kann das nicht, Mann. So, lass mich mal. Du, wie geht das? Nö, ich lass dich nicht ran, ey. Ich lass dich nicht ran. Oh, ja. Du hast nur eine Magnum-Pistole, weißt du? Du hast kein Sturmgewehr. Ich nehme dich weg. Oh, jawohl. Das hat gut geklappt. Ja, wahnsinnig. Warten. Oh, guck mal, warten. Ja, komm, wir warten einfach, bis kein Bock mehr auf uns haben. Guck mal, jetzt chillt der Typ, okay? Jetzt chillt der Typ dahin. Oh, yeah. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Bam. Jetzt gibt es die Chance. Ist das die Möglichkeit aus dem Hintergrund? Müsst ihr abfeuern? Ja, er feuert Sturm. Das Runde muss ins Enge gehen, ne? Die Faust ins Face. Oh, ja. Quadratchen. Ja, einmal ins Gesicht, ey. So, jetzt. Und in die Büchse. Ja! Ach, Junge, stirbst du durch den Back. Wasch los mit dir, wasch los! Mann! Der ruht sich erstmal aus. Jetzt kommt ein Randbauer wie ein Meucheln bei AC und kill dich. Kommt so von irgendwo, steht so ein Typ da noch unten mit einer Pistole, schießt einmal auf mich drauf. Ohne Witz, Alter, was war das denn für ein Fight gerade? Haben wir hier was? Köfferchen? Ich bin ja natürlich immer auf der Suche nach den Köffern. Nicht runter, bitte, nicht runter. Nee, natürlich nicht. Guck mal hier. Da ist Farbe. Bestimmt einer drin. Oh, einmal auftanken. Kennst du ja? Die Schuhe. Rote, Warte mal, geh noch mal kurz auf die Schuhe. Waren die gerade nicht mehr rot? Nein. Oh, doch, die sind wieder rot. Mirror's Edge-Zeichen. Ja, die rote Ausstattung gesponsert bei hier beliebigen Sponsor einfügen. Muss natürlich immer am Start sein, weißt du? So, lalalala, wo haben wir den Koffer? There's another wall in the brick. Schade. Ich meine natürlich Loch im Zaun. There's a hole in the fence, man. Okay, das war's auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Bevor wir jetzt hier reingehen, genießen wir nochmal die Stadt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und 5, 3, 2, 1 und Peace! Sorry, dass es letztes Mal so laut war! Nee, Spaß, Leute. Ja, die ist gut. Wir haben nur 45 Sekunden Zeit. Also, 45 Sekunden. Letzte Runde, was gab's da? Bullen mit dicken schwarzen Flitten und Ropeborn in seinem geilen dicken schwarzen Anzug mit seinen weißen Haaren. Und er hat Hunger.
Das wird geil. Oh ja. Nee, Alter, nimmt aber nicht immer. Ich denke mal, es ist selbstverständlich, dass wir jetzt nicht die krassen Typen sind, die das jetzt so gut können. Wir spielen, weil wir Spaß haben. Nee, Spaß. Nehmt nicht alles zu ernst und macht's gut. Peace. Peace.